Der Islam und die Muslime, gehören sie zu Deutschland? Eine Frage, die immer wieder gerne heiß diskutiert wird. Doch unabhängig davon, wie darauf geantwortet wird, in Bezug auf den Umgang ist sich die Politik mehr oder weniger einig. Sie müssen sich anpassen. Und wie heißt es so schön? Was nicht passt, wird passend gemacht. Denn dieses Motto spiegelt jene innenpolitischen Maßnahmen der Bundesrepublik Deutschland und auch von vielen anderen europäischen Staaten wider. Mithilfe derer die hiesigen Regierungen scheinbar glauben, für ein harmonisches Miteinander zwischen den Muslimen im Land und der Mehrheitsgesellschaft zu schaffen. Zumindest sollte dies die Aufgabe der Politiker sein. Parteiübergreifend wird die Integrationspolitik von allen als prinzipiell erfolgsversprechender Lösungsansatz verstanden und überhaupt als einzig mögliche Option in Erwägung gezogen, abgesehen von einigen Unterschieden in Detailfragen. Doch ganz egal, welche Gestalt sie auch haben mag, schlussendlich geht es offensichtlich bei der Forderung nach Integration nicht wirklich um das Erlernen der deutschen Sprache. Vielmehr sollen die Muslime von ihrer eigenen Identität und Kultur entfremdet werden. Selbst wenn dies bedeutet, dass damit gegen die eigenen Grundsätze verstoßen wird. Oder wie ist der Auszug aus Artikel 3 Absatz 3 zu verstehen, wenn es darin heißt, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Wie kann es dann sein, dass für die Erhaltung der deutschen Staatsbürgerschaft ein Bekenntnis auf das Grundgesetz verlangt wird, wenn man doch an alles glauben darf? Ein ehemaliger Verfassungsrichter, Ernst Wolfgang Böckenförde, äußerte sich schon im Jahre 2007 zu Recht kritisch auf die Forderung, sich zum Grundgesetz und zur gesamten deutschen Rechtsordnung bekennen zu müssen. Das als eines der integrationsfördernden Maßnahmen offenkundig und ausschließlich an die Muslime gerichtet ist. Böckenförde meinte, dass es in einem liberalen Rechtsstaat nicht auf die Gesinnung ankomme, sondern auf die Rechtstreue in dem Sinne, dass die geltenden Gesetze befolgt werden. Seiner Meinung nach könne von niemandem ein innerliches Bekenntnis abverlangt werden. Dafür braucht man auch kein Verfassungsrichter zu sein. Es genügt eigentlich, die deutsche Sprache zu beherrschen und lesen zu können. Oder wie verhält es sich mit dem Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes? Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Schauen wir uns das doch ein wenig genauer an. Im Kommentar von Schmidt Bleibtreu und Klein zur näheren Erläuterung des Grundgesetzes heißt es diesbezüglich: Das Grundrecht der Glaubensfreiheit ist umfassend. Es erlaubt für seinen Glauben zu werben und sein gesamtes Verhalten an den Lehren seines Glaubens und seiner inneren Überzeugung auszurichten. Ferner heißt es darin, Artikel 4 Absatz 1 Grundgesetz gewährleistet mit der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit einen von staatlicher Einflussnahme freien Rechtsraum, in dem jeder sich eine Lebensform geben darf, die seiner religiösen und weltanschaulichen Überzeugung entspricht. Zwar heißt es auch im Kommentar zu Artikel 9 Absatz 2 in Bezugnahme auf das Verbot von Vereinigung, auf die Glaubensfreiheit, die Gewissensfreiheit und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses kann sich nicht berufen, wer die Schranken übertritt, die die allgemeine Wertordnung des Grundgesetzes entrichtet hat. Okay, was bedeutet es nun, die Schranken zu übertreten? Einfach weiterlesen. Die verfassungsmäßige Ordnung darf durch die Vereinigung nicht lediglich abgelehnt werden, um ein Verbot zu rechtfertigen. Sie muss das Ziel ihrer Überwindung vielmehr kämpferisch verwirklichen wollen. Aha, das trifft definitiv auf die absolute Mehrheit der Muslime ganz klar nicht zu. Ganz im Gegenteil, sie halten sich an die öffentliche Rechtsordnung und sind bemüht, den sozialen Frieden zu wahren. Scheinbar werden von der deutschen Politik gerade deswegen diverse Methoden und Stile herangezogen, um den Verstoß der Integrationspolitik gegen das Grundgesetz zu umgehen. Eines dieser Methoden ist die Deutungshoheit der islamischen Lehre für sich zu beanspruchen und die islamische Anschauung auf das Leben selbst zu definieren. Gleiches gilt übrigens auch für die Bundesrepublik Österreich, die als säkularer Staat ihr sogenanntes Islamgesetz letztes Jahr geändert hat. Es werden also von der Politik zahlreiche Projekte entweder direkt oder indirekt ins Leben gerufen, um Einfluss auf die Identität und Persönlichkeit der Muslime auszuüben.
Es werden Gesetze erlassen, Initiativen von angeblichen Vertretern der Muslime unterstützt oder sogar offiziell in einigen deutschen Bundesländern an Schulen ein sogenannter islamischer Religionsunterricht gefördert, der natürlich derart deformiert ist, dass er sich eindeutig als Teil der beschriebenen Integrationspolitik entpuppt, wie die Bezeichnung deutscher oder Euro-Islam es schon erahnen lassen. Es ist daher sehr wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Sehr bald werden die nächsten Videos folgen. Abonniert unseren Channel Generation Islam und verpasst keines der Videos.